Worte seien jetzt genug. Ja, die Härte des Rechtsstaats. Ganz genau, zumal es waren ein ständiger Ausländer, steuerzahlende Mörder, fast wie du und ich. Nachbarn können das bezeugen, Heil Hitler wurde gesagt. Der erste Tote dieses Wochenendes wurde nicht mit aufgeführt. Sogenannter Autonomer, abgestochen von stolzen Deutschen, verblutet auf dem Bahnsteig, mitten in Berlin. Aber nichts weiter als rivalisierende Jugendbande. Am 8. November 92 in Berlin etwa. 60.000, alle mit dabei. Die Würde des Menschen und die höchsten Würdenträger. Ja, betroffen, unerwartet gab es den Kursus Gewalt, sinnlicher Leben. Nazis fast, autonome, sogenannte, selbsternannte Menschenfreunde. Und schon fühlte man sich auch ein bisschen Fremden gehasst. Sie hatten nämlich Angst, denn es flogen, nein, keine Brandsätze, aber Eier. Und die nicht zu knapp, doch sie blieben tapfer. Sie würden sich nicht beugen, vor welchem Mob auch immer. Und übrigens auch nicht vor Missbräuchern und Schmarotzern. Der, wie sagt man, Blut eben. Letzteres sagten sie anderen Tags nicht so laut, in sachlichem Ton. Und mit vereinigten Kräften brachten sie ihr Gesetz durch. Das bisschen Totschlag bringt uns nicht gleich um. Wir fliegen nicht gleich die Löcher aus dem Käse, sagt mein Mann. Take it easy, altes Haus. Wir haben schon Schlimmeres gesehen. Muss ja, das Gerede wurde lauter und lauter, außerhalb des deutschen Planeten. Also nichts wie, pack die Lichterkette ein, nimm dein kleines Schwesterlein. Schweigen gegen den Hass, in der schönen Weihnachtszeit, ein Zeichen setzen. Nein, hier wurde niemand ausgegrenzt im Wettbewerb der Leuchten. Mancherorts leuchtete man gar gegen Hass und alliierte Bomben. Rabimmel, Rabammel, Rabumm.